Der wichtigste Tipp fürs Abi, den ich dir geben kann, stammt aus einem Kinderbuch. Ja, moin moin, hier bei Arnold erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. Wie man hört, geht es bei mir ziemlich viral zu, merkwürdigerweise nachdem das letzte Video zur Abiturvorbereitung, ich verlinke es euch nochmal, ziemlich viral ging. Ich lasse das mal mit den Flachwitzen. Trotz der ganzen Viren habe ich mich auch heute wieder an den Schreibtisch gequält, weil ich wusste, dass euer Deutsch-Abi ansteht. Wenn ihr sagt, das ist echt korrekt, dass der Arnold so ein paar Videos gemacht hat, dann seid auch ihr auch korrekt und lasst mir ein Abo da. Ist kostenlos, ihr müsst nach dem Abi nicht zwangsläufig weiter Videos gucken. Ihr könnt euch das einfach gönnen und wir kommen direkt zum Thema. Nämlich, was ist denn die wichtigste Sache, die man im Abitur überhaupt beachten muss? Wenn man sozusagen auf alles runter reduziert, was ist die entscheidende Sache? Und um die geht's in dem Kinderbuch von Paul Ma, Am Samstag kam der Sams zurück. Um was geht's in diesem Kinderbuch? Es geht um ein kleines, merkwürdiges Mischwesen, das blaue Punkte hat und das durch diese blauen Punkte Wünsche erfüllen kann. Dieses Wesen nennt sich der Sams. Und Herr Taschenbier, das ist eben die Person, die sich Dinge wünschen kann. Und bei der Art und Weise, wie Herr Taschenbier sich Dinge wünscht, stellen wir eben fest, dass es uns sehr viel lehrt, wie Sprache funktioniert. Es gibt eine Stelle im Buch, da ist Herr Taschenbier gerade dabei, sich einen Urlaub zu wünschen. Und was macht er? Er wünscht sich auf eine einsame Insel. Wortlaut: Ich wünschte, ich wäre auf einer einsamen Insel. Was passiert? Erst landet Herr Taschenbier auf einer Nordpolinsel. Völlig ausgemergelt von der Kälte kehrt er wieder zurück, beschwert sich, dass sein Wunsch nicht in Erfüllung ging und woran liegt es natürlich? Dass er es sprachlich nicht genau genug verpackt hat. Er wiederholt denselben Wunsch und sagt, er wünscht sich auf eine heiße, einsame Insel. Und was passiert? Er landet auf einer Vulkaninsel, die gerade im Begriff ist zu explodieren. Die zentrale Lektion, die auf den ersten Blick total einfach wirkt, die aber wirklich monumental wichtig ist, ist, dass wir mit Sprache bestimmte Vorstellungen erzeugen. Und ihr müsst es euch immer so vorstellen, jedes Wort, das ihr fallen lasst, hat sozusagen eine Stellvertreterfunktion für eine bestimmte Vorstellung. Eine Vorstellung vom Text, eine Vorstellung von der Welt. Wenn ich Baum sage, denkt jeder von euch an einen Baum. Das ist die typische Art und Weise, wie Sprache Dinge bezeichnet. Jetzt ist es im Abitur so, dass ihr einen Text produziert, meistens über andere Texte, und dieser Text soll also bei der Leserschaft eine Vorstellung wecken. Und jetzt ist das Entscheidende, dass eure Vorstellung, die ihr schriftlich festhaltet, so genau ist, dass ihr nicht auf der Vulkaninsel landet. Kurzum, ist die Vorstellung, die ich hier erzeuge, ist die zweifelsfrei nachvollziehbar? Erzeugt sie das richtige Bild? Ist es unmissverständlich und sprachlich klar formuliert, was ich hier behaupte? Und falls nicht, ändere ich die Wörter. Ich lege jedes Wort auf die Goldwaage. Falls nicht, erläutere ich nochmal einen Zusammenhang. Also, ihr spielt mit euch selbst, Korrekturleser, ihr distanziert euch von eurem eigenen Text und lest ihn, als wäre er der Text jemand anderen. Und diese Distanzierungsleistung wird euch helfen, dass euer Text deutlich besser wird. Das Entscheidende, wie man das hinkriegt, ist nun, dass ihr genug Zeit für Korrekturen einplant. Dass ihr vielleicht mal im Schreiben mal 10 Minuten Pause macht, euch praktisch von eurem Geschriebenen auch distanziert und dann kritisch nochmal drüber blickt. Und zwar mit den Augen von jemandem, der nichts über das Thema weiß, der alles erfahren möchte. Wird diese Person genau genug aufgeklärt? Oder ist es so, dass ganz viele Dinge vorausgesetzt werden, die man eigentlich nicht voraussetzen darf? Schauen wir uns das mal an zwei konkreten Beispielen an. Folgender Satz: In der Tragödie geht es um Faust, der Gretchen verführt. Dieser Satz ist missverständlich, weil ich weiß nicht, wer Faust ist und ich weiß auch nicht, wer Gretchen ist und ich weiß nicht, welche Rolle des Verführen Gretchens überhaupt spielt. Also besser: In der Tragödie geht es um den Universalgelehrten Faust, der angesichts einer Erkenntniskrise seinen körperlichen Trieben nachgeht und das kleinbürgerliche Mädchen Gretchen verführt. Natürlich müsst ihr nicht in jedem Satz den Faust nochmal neu erklären, wer das ist, aber am Anfang sollte man das zumindest mal gemacht haben. Das Prinzip ist also, beim Leser gar keine Fragen entstehen zu lassen. Folgender Satz: In dem Sacktext
geht es um das Thema Gendern. Auch dieser Satz ist sehr ungenau. Ich weiß gar nicht, ob der Sachtext jetzt pro Gendern oder kontra Gendern ist. Ich kann mir hier nicht erschließen, ob der Sachtext insgesamt das Thema problematisiert und einen Lösungsvorschlag bringt oder ob es einfach darum geht, abzuwägen, inwiefern das ein praktikabler Sprachgebrauch ist. Also auch hier ist die Verallgemeinerung das Problem, dass etwas viel zu ungenau ist. Erklärt lieber zu viel und klar, als dass ihr Informationen, die notwendig sind, weglasst. Und wenn ihr diese Sache richtig beherzigt und auch wirklich euch darauf einlasst, dann wird sich eure Leistung deutlich verbessern. Da bin ich mir ganz sicher. Fassen wir also nochmal zusammen. Betrachte deinen Text, als wäre er der Text von jemand anderem. Lies kritisch Korrektur. Distanziere dich von deinen eigenen Worten. Prüf die Wörter. Leg jedes Wort auf die Goldwaage. Achte drauf. Wiederholst du die Wörter? Sind die Ausdrücke wirklich unmissverständlich? Kann man dir klar folgen, indem die Gedanken verknüpft sind? Das ist tatsächlich die zentrale Sache. Und ich würde mal behaupten, dass 50% aller Erwachsenen nach wie vor Schwierigkeiten haben, unmissverständlich sich zu artikulieren oder unmissverständlich zu schreiben. Wenn es sozusagen nur diese eine Sache gibt, die übrig bleibt, bei all der Gedichtinterpretation, bei all den Erörterungen, dann doch, dass man das, was einen umtreibt, zur Schrift und zur Sprache bekommt, dass man sich selbst ausdrücken kann. Und darum geht es auch in eurem Abitur. Und für dieses wünsche ich euch viel Erfolg.